So, Zeit für ein Haitiergefecht. Und zwar mit dem Jagdpanzer E100, dem deutschen Monster auf dem TD-Baum sozusagen. Ja, gespielt von Verderbnis aus meinem Clan Alcaramba. Also auch schön, da was präsentieren zu dürfen. Karte ist Minen und die Teams, würde ich sagen, leichte Tendenzen zugunsten seines Teams. Aber auch wenn wirklich nur minimal, weil die zwei IS-7 zum Beispiel, die in seinem Team sind, die sind nicht wirklich der Burner. Also mal gucken. Was schon mal interessant ist, dass er nicht auf den klassischen TD-Posten fährt zum Campen, sondern dass er scheinbar Richtung Front fährt. Da hätte er auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich den ersten Hit machen können. Die Badgett hat sich da und ist zusammen mit dem Ru den Hill gesichert. Wobei mal schauen, wie das hier ausgeht. Badgett wird scheinbar vom Objekt rausgenommen. Oder Ru hat auf jeden Fall mal jetzt den T49 gemacht. Aber Objekt nimmt Badgett raus. Und jetzt hat das Objekt fast den Hill. Je nachdem, was der Ruder noch so treibt. Er selber hat hier noch nichts offen und jetzt kommt dann ihr 7. Da kommt aber nicht drauf. Lässt da den E75, der E75 fahrt mal vor ihn. Und dann schauen wir mal, ob er jetzt. Nee, so bekommt er nichts. So, und jetzt mal. Oh, da kommt natürlich auch gleich ein fettes Ding. Der Maus schön durch den Turm geschossen. Die beiden, die am Hügel waren und mittlerweile gestorben sind, geben sich ein ordentliches Flame-Match. Flamen ordentlich gegen das Team. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was er da macht, dass er da so offensiv fährt. So, IS-7 präsentiert er perfekt die Wanne. Und an ihm prallt unglaublich viel ab, wie man so da sieht. Jetzt zieht er sich ein bisschen zurück in seiner Reload-Zeit. Ist auch sinnvoll. So, und die Maus. Oh, Wahnsinn. Drei Schüsse, 3000 Schaden. Aber er macht es hier fantastisch. So, jetzt. IS-7 will hier ein bisschen rushen, beziehungsweise nimmt, gibt dem E75 da auch den Hit. Alle Mann zurück! So, jetzt IS-7. Ah, oh, da hat er leider, oder was heißt leider, hätte noch ein bisschen einen Higher Roll hinbekommen können, dann wäre der ES7 sogar schon weg. Jetzt haben die hier alle schon rumgepusht und jetzt kriegen sie auch Schüsse auf ihn. Also jetzt wird's unangenehm. Aber kriegt. Oh, 1173, der war heftig. Jetzt wird er geblockt auch noch vom Objekt 140. Aber bis jetzt muss man sagen, wenn jemand hier sich um die Seite gekümmert hat, dann war das mal definitiv er. Bisschen Struktur mit knapp 900 hat er auch noch. Auch in Deckung. Na, da kriegt er kein Ziel drauf auf den Conqueror. 3 zu 5 für den Gegner aktuell. Auch in Deckung. Oh, die Maus. Ja, da kriegt er den. Sehr schön. Kriegt er den Kill auf die Maus und so schnell ist so ein kleines Mäuslein Auch weg. in Deckung. Wie gesagt, schön auch wieder Leute eben aus meinem Clan präsentieren zu dürfen und jeder, der noch einen Clan sucht und über eine WN von 1100 ist, darf sich sehr gerne bewerben. Der kriegt da doch den E75. Schade. Der Conqueror, der steht natürlich sehr, sehr, sehr knapp.
Aber sie trauen sich auch nicht wirklich vor. Da sieht man schon, der Respekt vor dem E100 ist auf jeden Fall da. Aber sollte natürlich auch so sein, weil wer mit Tausender klatschen, like a Bud Spencer, um sich haut, den will man natürlich auch nicht irgendwo provozieren. Und ja, da war die IS-7 sehr schlecht, muss man leider so sagen, wie es ist. Also so fortzufahren, ist klar, dass dann da das mit dem eigenen Tode bestraft wird. So aktuell 7:5 für den für sein Team, nicht mehr für den Gegner. So, ist da noch eine IS-7. IS-7 auch weg. Jetzt der Conqueror da hinten noch. Und auf einmal steht es 9:5. Jetzt war es auch schön, dass er so ein bisschen Backup bekommen hat durch das Objekt, die Lorraine und natürlich der E4, der von hinten auch ab und an den ein oder anderen Hit gegeben hat. So, Conqueror. Ne, der ist hinter dem anderen Haus. Ah, Conqueror auch tot. So, jetzt setzt sich das Monster mal wieder in Bewegung. Wir zoomen mal wieder ein bisschen raus. Und sehen da hinten, IS-4 gibt es sich dementsprechend mit dem WZ. Da ist auch noch ein fast voller E4. Auf dem klassischen Camperposten, den man sonst so kennt, ist keiner. Zumindest war da keiner. Alle anderen sind schon irgendwo gespottet gewesen. Er selbst wird wahrscheinlich jetzt mal dem E4 noch ordentlich eingeben können. Ja, da ist doch der E4. Und da ist er nicht mehr. Schwuppdiwupp. So schnell geht's. Und schon wieder ein Abpraller. Also da ist halt einfach so. Der Jagdpanzer provoziert auch aufgrund natürlich seines Ehrfurchts ein bisschen die Abpraller. So ein bisschen wie Manuel Neuer im Tor. Das heißt, man weiß zwar in etwa, wo die Schwachstelle ist, aber wenn er dann vor ihm steht, kriegt man dann doch Muffensausen. So, Waffenträger E75 und noch ein Jagdpanzer. Der ist natürlich so, dass der ihn auch aus dem Spiel mal schnell nehmen kann. Kann der Waffenträger natürlich tendenziell auch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es macht, ist nicht mehr so wirklich gegeben. Nur wie gesagt, der Jagdpanzer ist da noch. Oh, da ist der Jagdpanzer. So, Jagdpanzer und bam. Oh, er brennt ihn auch noch, er zündet ihn an. Schade, dass es nicht sein Kill war, aber 8100 angezeigter Schaden. Da kann man einfach nur sagen, Chapeau, das Teil ist einfach Hammer und sehr schön gespielt, sehr offensiv gespielt, nicht typisch gekämpft. Also mir hat es gefallen, ich hoffe euch doch auch, dann lasst mir einen Daumen da. Ansonsten auch ein Abo, freue ich mich sehr. Bis bald, euer Alcaramba.